Christi zurück in der Long Dark und wir werden uns gleich mal schlafen legen. Logisch. Schlafen. Kurz einen Blick. Ich muss wieder meinen Kopfhörer ein bisschen leiser dran. So. Alter, wie lange dauern denn die Nächte in Kanada, bitte? Naja, in Kanada war keiner da, darum haben die Nächte erst so lange gedauert, gell? So. Wir werden noch 2 Stunden nehmen. Dass wir auch wieder gut ausgeruht sind und voller Tatendrang. Und als nächstes. Das gibt's ja bitte nicht. Bett. Na, sehr gut. Und es ist sehr früh am Morgen. Sehr gut. Voller Tatendrang. Nee. Da einer. Da einer. Wo sind denn jetzt diese komischen Schuhe? Diese komischen. Dekoriert man uns. Aktionen. Zerlegen. Getrocknetes Leder. Ja, bitte, mein Schatz. Tu das. Ich weiß, dass du wieder mal alles essen könntest. Du wirst auch gleich Essen bekommen. Gut. Boss, mach mal. Wir schauen jetzt mal, wie es bei ihr ausschaut in puncto... Ja, die Frau ist wieder mal ein Schwergewicht. Was da mal weg? Was da mal weg? In puncto Holz. Das gehalten wir uns. Das werden wir mitnehmen. Das werden wir brauchen. Genau. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Den zwei nehmen wir mit, die Pfeile nehmen wir mit. Ah, da haben wir keinen Platz mehr. Wo dann wir? Dort haben wir noch zusätzliches Feuerholz und den ganzen Scheiß rein. Die 2 Bücher, da haben wir da einer. Na, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, ja. Gut. Soweit, so gut, soweit, so gut. 22 Kilo, das ist aber sehr wenig, was wir am Platz haben. Wir haben in der letzten Episode ja das Gewehr gekriegt, gell? Jo. Ich hätte gesagt. Mit einem Revolver, da war da einer. Das tun wir da dazu, einer, das nehmen wir mit. Seenotfackeln. Da werden wir uns 2 mitnehmen, den Rest kalten wir uns da auf. Den nehmen wir uns mit, haben wir gesagt, das nehmen wir uns mit, okay. Dann habe ich irgendwas gesehen, was in relativ bescheidenem Zustand ist. Aktionen reparieren. Reparieren. Sehr gut. Da haben wir dann eh nichts mehr. Passt. Was war da herinnen? Ah! Das klumpert. Jetzt überlege ich nur gerade. Wir bräuchten eigentlich Verbände. Und was zum Essen müssen wir mitnehmen. Dringendst. Das Beef Jerky nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die Pfirsich nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und 2 dieser Dosen nehmen wir mit. Können wir noch immer 14 Kilo mitnehmen. Oder knapp 13 Kilo. Gut. Essen. Passt. Uns ist nichts passiert. Spiel speichern. Da werden wir drüber schreiben. So. Die Ortsansässigen berichten von einem Sasquatch. Untersuche sie um mehr
Sasquatch, was ist das? Ist das ein Viech? Ist das ein Monster? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ehrlich nicht. Aber, so, Astrid. Wir werden es jetzt da mal mit dem Dings versuchen, mit dem Gewehr. Weil irgendwie kann man das nicht vorstellen, dass man die Wölfe nicht niederkriegen. In die Knie zwingen können. Wir werden einfach einmal da in diese Richtung spazieren, der Straße entlang. Ist ja nur gut, dass keine Schnellreise gibt in diesem Spiel. Also das wäre sehr uninteressant. Wir werden Krähenfedern benötigen. Und sonstig anderen Scheiß. Wir müssen schauen, dass wir unbedingt diese komischen Pfeile zusammenbringen irgendwie. Nein, zurück. Wir sind jetzt da auf dieser Straße und wenn es da entlang geht, bis zu dieser Kreuzung. Natürlich, und die Temperatur sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Und stinkt und stinkt und stinkt. Und wenn uns jetzt irgendwas passieren sollte, wir sind dann wieder bei der Hütte. Und ansonsten vorerst werden wir die Hütte da unten als Zwischenlager nehmen. Aber ich frage mich nur, mit was man diese Wölfe in die Knie zwingen. Das wird eine Frage werden, die mich beschäftigt. Oder beschäftigen wird. Schauen wir mal. Vielleicht hilft uns der Zufall. So, wir haben den Kopfhörer ein bisschen leiser dran, weil das Spiel ist so laut. Obwohl ich jetzt eigentlich hier schon mal dumm gestellt habe bei den Lautstärke-Einstellungen. Spiel speichern. Wir werden da überschreiben, okay. Da werden wir wieder unterwegs nehmen. Zutritt.
Heilige Scheiße. Wieder ein Bär. Boah. Das Aas haltet ja so viel aus. 22 Minuten. Ich weiß. Wir nehmen an. Ja, ja. Menschenskind, Mädel. Machst mir gerade geil mit deiner Herumstöhnerei. Boah. 1:14. Okay, wir werden es ein bisschen riskieren. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Wenn wir mal zu diesem Auto da laufen. Kofferraum leer. Kruzifix. Ich habe das Handschuhfach neu auseinandergenommen. Nö. Schade. Wie lange brennst du noch? 56 Minuten, aber ich glaube, wir haben nichts mehr, gell? Egal. Das Feuer, das geht eh nicht weg, da bleibt dann eh noch die Spur da. Okay, also haben wir es jetzt mit Bärenarzt tun, zusätzlich noch zu den Wölfen. Das ist scheiße. Was ist da hinten? Bitte einmal die Karte. Wir werden da in die Richtung weiter marschieren. Unterwegs, ich werde jetzt drüber schreiben. Oh, shit. Da hätten wir zwar ein Haus, aber ein ziemlich, ja. In räudigem Zustand, wie man so schön sagt. Bitte einmal nachladen, Astrid. Das wäre ganz toll von dir. Wir werden jetzt mal kurz einen Abstecher machen. Wir brauchen nämlich Stöcke. Gut zu wissen, der Bär braucht mittlerweile 2 Schüsse, dass er down geht, dass er fertig ist mittlerweile. Na gut.
Na bitte. Was ist da drinnen? Nobody needs this anymore. Nö, glaube ich nicht. Also das ist die wirkliche kanadische Wildnis wahrscheinlich. Naja. Das war ein Erdbeben, die großer Bär erschüttert hat. Also mittlerweile kann man sich ja die Geschichte zu der großen, zu großer Bär ja zusammenreimen. Ne? Zuerst die Erdbeben, was großer Bär zugesetzt hat, dann die Lichter und dann ist eins nach dem anderen hat dann seinen Lauf genommen. Okay, die Stelle merkt man uns. Da ist eine Brücke. Da haben wir Holz. Und dort fuhren müsste rein theoretisch die Absturzstelle sein. Dort vorne ist ein kleines Haus. Ich glaube, dort werden wir uns, wenn es einen Ofen gibt, niederlassen. Vorerst. So, ich werde da nochmal drüber speichern. Es gibt aber eine Tatsache bei The Long Dark, da hat es ein bisschen verschlechtert, das Spiel, das ist die Performance. Das hat so ein komisches Ruckeln etappenweise drinnen. Aber sonst läuft das Spiel eigentlich top. Hagebutten sammeln. Boah! Ach du Scheiße. Okay. Da ist nichts mehr. Okay. Also das wird diesmal nicht einfach.
Nee. Das ist eine Gewehrpatrone. Ja. I'll take it. Natürlich nehmen wir das. Was hast du geglaubt? Da ist nix. Wir werden ganz geschwind her, gell? Wo war denn Essen da? Wir das da mal ablegen. Ich hoffe, wir kommen nochmal zurück einer. Ja, jetzt musst du wirklich aufpassen, dass du genau dann was mitnimmst, wenn keine Wölfe in der Nähe sind. Weil die Bastarde sind angriffslustig. Warte mal. 4 Minuten. Ich bin auf dem Abbrechen-Knopf oben. Wow. Also für die Bastarde muss jeder Schuss sitzen. So heißt's. Ah, einer da. Schauen wir nochmal. Ich werde dort nochmal drüber speichern. Aber ist ja egal. Die Astrid ist ja der gleiche sture Bastard wie er, der Will. Ich glaube, das dürften sie gemeinsam haben, hä? Ort des Zwiespalts. Krähenfedern werden wir brauchen. Also das ist wirklich Survival pur jetzt mittlerweile. Taugt mir. Haben es gut gebracht. Na? Da drin ist was, schau. Ja.
Wir werden trotzdem was ablegen. Oh. Dich. 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 Die vier Steine nehmen wir noch mit. Die Schuhe. Ah, die wiegen nicht so viel. Und? Das mag jetzt so ein bisschen deppert ausschauen, aber... Na. Was macht denn uns so schwer, bitte? Das Feuerholz, genau. Ihr Bastarde.